Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, das neue DLC kam raus. Darauf haben wir uns alle schon gefreut. Bin schon gespannt, was mich da alles erwartet. Trailer dazu habe ich schon gesehen. Aber ich bin trotzdem gespannt, was uns erwartet. Ich habe jetzt noch nicht ins Spiel reingedrückt. Also reingeschaut, das machen wir jetzt. Ja, da sind wir dann auch schon. Na toll, das heißt mal wieder Überstunden. Na toll, wieder Überstunden. Och Mann, ihr beiden. Ihr habt doch nicht extra Überstunden deswegen direkt. Nur, dass wir hier beträgt. Ich bin schon gespannt, was jetzt hier die Nachricht sein wird. Ach, Clavel mal wieder. Nee, in dein Anzug und Rufkopf gelegen. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja. Oh, als Austauschschüler. Gute Frage. Ich werde dorthin reisen. Aber Leute, ich muss jetzt erstmal noch ein Versprechen euch gegenüber einlösen, was ich zur letzten Folge noch gegeben habe. Nämlich, dass ihr jetzt erstmal die restlichen Pokédex-Einträge zum aktuellen Pokédex bekommt, zum Kitakami-Pokédex. Da habe ich ja noch ein paar Einträge offen. Ich habe bei mir 16 ungefähr gezählt. Ich zähle gerade nochmal nach. Ich werde weit mehr als die Hälfte davon übernehmen. Die beiden auf meinen Schultern nur 8. Ja, also beide zusammengerechnet. Beide machen 4. Einzeln. Und über mir ist jetzt einfach mal wieder ein Zeitstempel, der euch sagt, wohin ihr springen könnt, wenn ihr keinen Bock auf die letzten Einträge habt. Und danach sehen wir uns an der Akademie wieder. So, zuallererst Zabuze, das Eichelnuss-Pokémon. Es hängt von Ästen ab und lebt dort, indem es ihnen Feuchtigkeit entzieht. An großen jungen Bäumen finden sich reihenweise Zabuze. Hier auch direkt die Entwicklung Planas, das Hinterlist-Pokémon. In seiner spitzen Nase konzentrieren sich viele Sinnesrezeptoren, mit denen es seine Umgebung wahrnimmt. Doch sie ist auch sein Schwachpunkt. Und die letzte Entwicklungsstufe davon, Tengulis, das Verschlagen-Pokémon. Laut einer Legende war es ein Vogel-Pokémon, das als göttliche Strafe mit seinen Missetaten seine Flügel und seinen Schnabel einbüßen musste. Ja, das ist kein Vogel, ne? Und als nächstes Lotose, das Wasserlinsen-Pokémon. Lotose versammeln sich in Scharen auf Teichen mit guter Wasserqualität. Dabei kommt es vor, dass ihre Blätter die ganze Oberfläche bedecken. Und die Entwicklung, Lombrero, das Frohmut-Pokémon. Es bevorzugt Ufer, an denen es viel Futter findet. Um sich nicht mit Vogel-Pokémon darum streiten zu müssen, wurde es nachtaktiv. Und die letzte Entwicklung dazu, Kapalores, das Sorglos-Pokémon. Tanzt es zu fröhlichen Rhythmen, steigt seine Stimmung, jegliche Angst vor seinen Feinden verfliegt. So, als nächstes Pikulente, das Wasservogel-Pokémon. Auf der Suche nach Torfmoos, seiner Nahrung, schwimmt es tief unten im Teichen umher und steht so seinen Körper. Und die letzte Entwicklung, die ich heute auch vorlese, Zwarhonis, das Schwarm-Pokémon. Der bezaubernde Tanz, den dieses Pokémon bei Dämmerung aufführt, soll schon vielen Künstlern als Inspiration gedient haben. So, als nächstes liest euch dann mal drin ein paar Einträge vor. Viel Spaß drin. Danke, dass ich auch noch anfangen darf. Das ist ja mega, das Archeon-Pokémon. Die Kraft seines Kiefers ist unglaublich. Es kann Gegner zerbeißen, während es mit einer hohen Geschwindigkeit an ihm vorbeifliegt. Als nächstes Tromburg, das Urhölz-Pokémon. Zu den im Wald lebenden Pokémon ist es sehr freundlich. Es macht ihm auch nichts aus, wenn sie sich im Geäst auf seinem Kopf einquartieren. Das hier ist Wishu, das Kampfkünste-Pokémon. Niemand kann es aufhalten, wenn es das Fell an seinen Armen geschickt wie Peitschen einsetzt, um eine Angriffsserie zu starten.
So, und als letztes von meiner Schwarte, Rokara, das Edelstein-Pokémon. Druck und Hitze tiefster Erdschichten erzeugten dieses Pokémon. Zur Verteidigung schießt es Strahlen aus den Edelsteinen an seinem Körper. Na dann, Noah, nicht du's, du bist als nächstes dran. Danke, ich mach jetzt weiter. Das ist Wurmel, das Hummelfliegen-Pokémon. Mit seinem langen Rüssel saugt es den restlichen Blütenstaub und Nektar auf. Wenn es satt ist, lagert es den restlichen Blütenstaub in seinem Fell. Und hier auch direkt Wurmels Entwicklung, Bandelbi, das Hummelfliegen-Pokémon. Manche Bandelbi sind wahre Meister im Herstellen von Pollenknödeln. Ihre Knödel lindern Müdigkeit und sind daher sehr beliebt. Das ist Klingplim, das Glöckchen-Pokémon. Menschenohren können die hohe Frequenz seines Rufs nicht hören. Fängt es einmal an zu schreien, hört es sobald nicht mehr auf. Und als letztes Klingplims Entwicklung, Palimpalim, das Windspiel-Pokémon. Sein Ruf hallt im Hohlraum seines Körpers wider und wird zu einem wunderschönen Klang, der Gegner erschreckt und verjagt. So, Shining, jetzt bist du dran. Und da sind wir an der Taubenakademie. Ich habe mich mal aus dem Bild gepackt, ne? Für Sequenz und so weiter. Kennen wir uns? Ich heiße Shining. Okay. Das würde ich auch gern wissen. Ja. Natürlich will ich. Ich überlege gerade, ob ich Ogerpon ins Team holen sollte, einfach nur für Hanna und Jo. Wir können sofort aufbrechen. Du bist eine coole Socke. Hier sieht's cool und futuristisch aus.
Das klingt tatsächlich cool. Warum ist die Akademie unter Wasser? Ich bin der Austauschschüler. Eure Schuluniformen sehen jedenfalls besser aus als unsere. Natürlich. Selbstvertrauen brauchst du. Ach, ich soll einfach selber laufen. Habe ich hier jetzt auch eine Karte? Oh, guckt mal, wie groß das Gebiet ist. Ich werde hier meinen Spaß haben. Was du nicht sagst. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich mein Kampfteam noch ausgerüstet habe. Darf ich ablehnen? Zumindest darf ich eben kurz mein Team prüfen. Ich darf nicht mein Team prüfen. Ich glaube nämlich, dass ich von der Kampffolge noch nicht mein richtiges Team gerade ausgerüstet habe. Nee, doch, ich hab's ausgerüstet. Okay, gut. Aber ich habe Ursaluna dabei, von der Ursaluna-Folge, stimmt. Kommt hier offenbar sofort zum Einsatz mit Erdkräfte. Bei mir nur ein Plus für Donner-Pokémon, die gab es in alten Teilen.
Okay, nur Doppelkämpfe gibt es hier. Das wird spaßig. Au. Natürlich. Ich hoffe, du nutzt dein richtiges Team gerade gegen mich. Oh, das Maulwurfs-Pokémon. Einfach Erdkräfte auf Plusle und Nahkampf auf den anderen. Weil das ist ein Bodenstahl, meine ich. Oh, Terra-Kristallisierung nehme ich an. Nee, Pferdestärke. Lucario! Nein! Ich muss zwei Pokémon erstmal wiederbeleben. So, beide Pokémon wurden wiederbelebt. Und da habe ich direkt den nächsten, den ich wiederbeleben darf. Ich mache, glaube ich, gleich erstmal hier Plusle fertig. Ich habe ja Turbo-Tempo. So, weg. Au! Jetzt reicht's mir mit dir. Weißt du, dass ein Pokémon kein XP bekommt? Stalobor war stark. Danke. Wenigstens haben sie nicht an meine Versuchung gefuchtet. Eine blaue Style-Karte. Okay, wir gucken uns diese Terra-Kuppe noch an. Oh, das ist bestimmt die Karte, die ich hier gerade eben gesehen habe. Das hier ist die Terra-Kuppe. Ich bin da jetzt gerade reingegangen. Auf diese riesen Map. Als ob die Akademie einfach die komplette neue Region ist. Es ist hier ruhig, richtig cool. Ja, ruhig dich. Nee, ist richtig geil, ey.
Ich konnte mich zwischen richtig und gut gerade nicht entscheiden, deswegen wurde daraus ruhig. Und ihr habt hier nur wilde Pokémon tatsächlich drin? Tatsächlich würde ich sagen, Savannenareal. Du sollst auch was machen. Immer haben Sie Amnesie? Klar, warum nicht? Ah, ich krieg den neuen Pokédex. Da winkt sie mir. Okay, dann will ich mir jetzt den neuen Pokédex angucken. Ich will nämlich auch wissen, wie viel Arbeit ich vor mir habe. Oh, guck mal, erst 66 habe ich von dem Pokédex hier. Aber zum Glück ein paar muss ich nicht machen. Okay, es scheint wieder ein 200er Pokédex zu sein. 66 habe ich ja schon. 134 Pokémon habe ich also vor mir. Das wird ein Spaß. Ich guck mal. Weil von dem Trailer her hatte ich gesehen, dass die ganzen Starter-Pokémon auf jeden Fall zurückkamen. Ja genau, Minun, Plusle und Starlabor habe ich gerade ja frisch bekämpft. Die sind gerade frisch zum Pokédex hinzugefügt worden.
Hier, Glurak, dachte ich mir nämlich schon, dass Glurak jetzt hier auch endlich einen Eintrag hat. Das hat es im vorigen Teilen halt nicht. Beziehungsweise vor den DLC nicht. Glurak, das Flammen-Pokémon. Mit seinen Flügeln fliegt es hoch empor. Die Temperatur seiner Flamme steigt mit der Kampferfahrung. Ich habe halt durch das eine hier das Geschenk bekommen. Durch einen der Codes. Auch Schillers, Schelterein und Schelterer kann ich eben kurz noch vorlesen. Schillers, das Winziglaub-Pokémon. Es badet im Sonnenlicht und betreibt dabei mit dem ganzen Körper Photosynthese. Sein Panzer besteht aus hartem Lehm. Shellcarain, das Hain-Pokémon. Es weiß, wo es reinstes Quellwasser finden kann. Pokémon, mit denen es sich angefreundet hat, trägt es auf seinem Rücken dorthin. Und Shelterer, das Kontinent-Pokémon. Manche Pokémon werden auf dem Rücken eines Shelterer geboren und verbringen ihr ganzes Leben dort. Nebenbei, da fällt mir noch was anderes ein, was ich eben kurz noch machen kann. So, und zwar müssen wir einmal auf Poképortal gehen. Und dann müssen wir auf Geheimgeschenk gehen. Weil es gibt zwei offizielle neue Codes, die man eingeben kann. Und man kriegt zwei spezielle Pokémon geschenkt. Ich meine, auch wenn man per Internet generell empfängt, sollte man irgendwas momentan bekommen. Nämlich einen Meisterball. Eventuell brauche ich ihn bei diesem DLC. Den kriegt ein legendäres Pokémon zu spüren. So, und jetzt darf ich zwei Codes eingeben. Diesen Code hier. Shiny Buddy. Ich drücke jetzt extra noch nichts. Könnt ein Standbild machen, wenn ihr den selber eintippen wollt. Dann kriegt man nämlich ein schillerndes Lucario geschenkt. Aber bei Weitem ist interessanter, was das andere Pokémon ist, das ich gleich bekommen werde. So, nämlich der Code New Moon is Coming. Ihr könnt den übrigens nicht falsch schreiben, weil die 0 und die 1 ausgegraut sind. 0 und I. Das Pokémon, das ihr nämlich jetzt bekommt, ist nämlich ein legendäres Pokémon. Nämlich das mysteriöse Pokémon Darkrai. Das wollte ich extra onscreen erst holen. Das Pokémon wurde mit Pokémon Pearl und Diamant eingeführt. Und war so ein kostenpflichtiges DLC. Das wollte ich auf jeden Fall onscreen einmal abholen und ich gucke mir diese beiden Pokémon jetzt auch in der Box eben kurz an. Weil ich wissen will, was die können. So, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um die beiden zu finden. Hier haben wir zuerst Darkrai. Ich habe leider wahrscheinlich keinen Pokédex-Eintrag, sonst hätte ich ihn gerade eben bekommen. So, Finstaurer, Spukball, Hypnose und Traumfresser hat es. Das Besondere ist seine Fähigkeit, Albtraum. Schlafenden Gegnern wird Schaden zugefügt. Das war das Besondere an diesem Pokémon, dass es durchgehend dazu da ist, die Gegner einzuschläfern, Traumfresser zu nutzen und zusätzlich auch noch Schaden über Albtraum zu machen. Und das Spezial-Lucario hat Konzentrator, die erhöhte Konzentrationsfähigkeit des Pokémon verhindert, dass es durch Angriffe anderer Pokémon zurückspringt. Auch Bedroher wirkt bei ihm nicht. Ja, dieses Lucario ist unseres. Kann sicherheitshalber nochmal nachgucken, aber ich meine nicht, dass Darkrai einen Pokédex-Eintrag hat. Sonst, sonst wäre hier nämlich jetzt 67 und nicht 66. Ich glaube, diese Omods wollen was von mir. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber sie gucken mich so an, als ob sie was von mir wollen. Okay, damit haben wir einen kleinen Einblick ins DLC auf jeden Fall gehabt. Ich habe auf jeden Fall schon Bock auf das DLC. Es wird die darauffolgende Woche übrigens, diese noch nicht, aber ab Montag, nur Pokémon-Folgen geben. Da werde ich gucken, dass ich das DLC, soweit es geht, in einem durchspiele. Aber wie das verlaufen wird, das seht ihr dann noch die Tage. Da vorne, da rennt noch ein Pokémon.
Ich glaube, das war ein Rehorn. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!